Leute, was geht? Lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Es wäre mega nice, Mann. Und Leute, wir gehen jetzt zum Spielzeugladen in der Stadt. Denn mir ist heute mega langweilig. Und das soll es eine Neuerung geben, habe ich gehört. Etwas Neues, was sie verkaufen. Ich bin mega gespannt, was das letztendlich ist. Mal sehen. Und einfach, nein, die sind heute nicht da. Das heißt, ich muss mir irgendwie anders die Zeit vertreiben, weil mir ist fett langweilig alleine. Let's go, der ist ja schon da vorne in der Stadt, das ist ja nicht weit. Und dann gönne ich mir das durch. Ich habe sogar mein ganzes Erspartes mitgenommen. 16 Diamanten, die ich gefarmt habe. Mal sehen, ob ich die Neuerung dafür bekomme. Und was ist da vorne am Schaufenster? Seht ihr das? Da steht schon was mit Sonic the Hedgehog. Oha, wie cool, Mann. Vielleicht habt ihr was von Sonic, so. Wir schauen uns mal um. Okay, hier sieht alles noch normal aus. Voll viel davon habe ich mir schon gegönnt, schon lange. Okay, damit kann ich mir nicht die Zeit vertreiben. Aber Leute, seht ihr das da? Und oha, was ist das? Das ist ja eine Sonic-Figur. Wie cool ist die denn, Mann? Die will ich unbedingt haben. Vielleicht kann die irgendwas Spezielles oder so. Ich frag mal die gute Verkäuferin. Was kostet der Sonic und was kann der? Der Sonic kostet 10 Diamanten, weil man mit ihm einen Sonic-Spielmodus in Roblox freischaltet. Oha, Leute. Das heißt, ich kaufe den und dann kann ich ja einen Roblox-Spielmodus spielen. Das ist ja mega nice, Mann. Okay, die 10 Diamanten gebe ich gerne dafür aus. Das ist mir auf jeden Fall wert. Let's go. Nein, ich gebe noch mehr. Ich habe ja gar nicht so viele. So, warte mal. Und 10 Dias, so. Jetzt ist der meiner. Und mit diesem Ring kann ich den aktivieren, dass der mir folgt. Let's go, Sonic. Komm, wir gehen jetzt raus hier. Mal sehen, ob das echt funktioniert. Das ist ja mega cool, wenn der funktioniert. Oha, seht ihr, das ist mich schnell hinterher. Der ist ja Sonic. Der rennt eh viel schneller als ich. Aber das ist sowas von nice, Mann. Dass ich jetzt einfach hier so einen kleinen Sonic habe, der mit mir nach Hause geht, Leute. Aber ich bin mal gespannt, wie das mit dem Spielmodus funktioniert. Also muss der irgendwas drücken oder so? Nee, hier geht gar nichts. Wo ist der Spielmodus, Mann? Hoffentlich hat mich diese Verkäuferin nicht fett gescampt. Das wäre mega gemein. Aber vielleicht ist ja auch was auf meinem Grundstück gespawnt. Was, wie so ein Spielmodus ist oder so. Mal schauen, ich hoffe mal. Weil da hätte ich jetzt mega Lust drauf, auf so einen nice Roblox-Spielmodus mit Sonic. Let's go, wo ist der Spielmodus? Ich meine, die Sonic-Puppe allgemein ist ja schon cool. Und Leute, seht ihr, was da vorne gespawnt ist? Das war vorher noch nicht da. Das sieht ganz so aus wie eine Spielmodus-Maschine. Die möchte ich unbedingt mit Sonic betreten. Ey, Sonic, der kommt nicht durch die Tür durch, okay? Ich glaube, das ist ein Bug von der Spielfigur. Ich mache mal die Tür weg. So, Sonic, hallo, hier entlang. Och, Mann, die ist so doof, die Puppe. Ich glaube, die hat kein Gehirn. So, dann mache ich hier das hier weg. Kommst du jetzt durch? Mann, die bleibt einfach hängen, Leute. Die ist schlecht programmiert. Egal. Hoffentlich ist der Spielmodus wenigstens 10 Diamanten. Und jetzt ist er auf einmal da. Wie ein Blitz ist der gerannt. Egal, Leute. Wir gehen hier rein, machen die Tür zu. Und dann müssen wir wahrscheinlich auf den Knopf drücken. Das machen wir. 3, 2, 1 und let's go. Leute, wir sind jetzt gerade in Roblox gespawnt. Seht ihr das? Oha, wir sind richtig aus wie Sonic in 3D. Und wir können uns auch so drehen. Wie cool sieht die ganze Welt aus? Wie so ein altes Sonic-Spiel oder so. Das habe ich schon mal auf YouTube gesehen. Oha, wie nice ist das denn? Und hier sieht alles so real aus. Gebt euch das mal. Wir können sogar in die Perspektive gehen und uns dann so drehen wie Sonic. Und das alles in Roblox, Mann. Nice, dass wir das freigeschaltet haben. Aber da wollen wir mal losspielen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt laufen. So, warte mal, wir werden immer schneller. Wir sind ja Sonic und wir können uns auch drehen. Und da können wir auch drauf springen. Wir müssen die ganzen Ringe einsammeln, glaube ich. Nice, Mann. Und das ist ein Jump'n'Run. So, wir gehen mal voran hier. Was für ein cooler Spielmodus. Alleine wäre mir zu Hause mega langweilig gewesen. Aber damit kann ich die Zeit wohl gut überbrücken. Okay, ich glaube, wir müssen da langlaufen. Let's go, Sonic. Oh, war das falsch? Nee, ich glaube nicht. Aber hier können wir noch Ringe holen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf diese Spikes treten. Weil da bekommen wir wahrscheinlich Schaden. Ich weiß nicht, wie viele Leben wir haben. Oh, ich bin gerade draufgetreten, glaube ich. Das war nicht gut. So, ich bin ein bisschen langsam. Das Ganze geht sogar auf Zeit. Let's go. Kann ich irgendwie schneller laufen? Oder irgendwie sprinten? Jetzt werden wir immer schneller. Und dann hüpfen wir da hoch. Und jetzt, sag mal, wo ist da weiter auf den nächsten Knopf? Let's go. Und zack, wir sind gleich oben. Komm schon, Sonic, spring. Und Checkpoint, müssen wir auf diese Bienen springen, oder was? Ja, aber die spawnen, wenn man auf die drauf hüpft. Wahrscheinlich sind das Gegner. Checkpoint Nummer 3 oder so. Und auf die Luftballons drauf. Das ist gar nicht so leicht, in der Luft zu navigieren. Let's go.
Und zack, wir haben's gleich. Und wir sind am nächsten Checkpoint. Easy, Mann, wir sind ein guter Sonic. Komm, Sonic, werd mal schneller hier. Ich möchte alle Ringels mit Schnelligkeit einsammeln. Und es wäre gerade fast schief gegangen. Aber egal, Leute. Wir hüpfen hier überall hoch und sammeln alle Ringe ein. Das ist unsere Mission als Sonic. Wir lieben dir diese Ringe. So. Wow, und da oben sind der Spikes. Der stoßt mir die ganze Zeit dran. Das ist ja gar nicht cool, Mann. Let's go. Und da vorne sind Gegner. Wieder diese Bienen und andere Käfer, die herumjumpen. Egal. Vielleicht können wir einfach durchrennen. Ich sehe gerade das Level gerade oder das Server. Aber wir sind eh schon viel weiter gekommen. Nice, Mann. Wo geht's weiter? Okay, wir können einen Weg wählen. Das wird wohl egal sein. Wo lang wir gehen, dann hier runter. So, und hier Regal sammeln. Nein, wir fallen runter. Und der Checkpoint hat gar nicht gezählt. Ich muss das alles nochmal neu spielen. Aber kein Problem. Jetzt sind wir ja Profis und wissen ja ungefähr, wie es geht. Aber ich hoffe, dass ich nicht wieder denselben Fehler mache. Und jetzt habe ich den richtigen Weg genommen. Nice, wenn es nicht auf die Zeit. Und ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich wohl öfters gefehlt habe. So, Checkpoint, aktiviere dich irgendwie bitte, das wäre cool. Let's go, komm hoch. Wir wollen den Parcours heute schaffen, Leute. Das ist unsere Mission hier in Roblox. Okay, da müssen wir den Fluss runter. Let's go, Sonic, go, Sonic. Wow, hier ist eine krasse Strömung. Ich habe gerade mega viele Ringe verpasst. Egal, wir haben schon viel eingesammelt. Let's go. Geht es hier runter? Und es ist gar nicht so einfach, die einzusammeln. Leute, wo muss ich lang? Nach links. Ich bin gerade fast die falsche Strömung lang gegangen. Dann hier rum, komm schon. Ja, Mann, hier geht's dann wieder nach rechts da vorne. Und wie soll ich die ganzen Ringe einsammeln? Hey, was? Ich hab gefehlt. Das kann doch nicht wahr sein. Ach so, man hat in ein Boot reingemüsst. Okay, das habe ich ja gar nicht gelesen, Mann. Aber seit wann fährt Sonic Boot? Lol, wir können dann hier runtergehen. Das ist ja viel cooler, als einfach hier runter zu schwimmen. Leute, wir sitzen gerade nur ein bisschen schief im Boot. Ich glaube, das geht nicht so gut aus, wenn es so weitergeht. Nein, Mann. Ab den Fluss nach unten. Nein, 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 wir werden abgetrieben. Nein! Warum geht das Boot so schief? Wow, wir werden rumgeschleudert. Und ich sehe auch jedes Mal, wenn wir hops gehen, dann verlieren wir einfach alle Ringe gleich. Okay, Sonic, diesmal nicht runter. Bitte, bitte. Sieht aber ganz gut aus. Komm schon, wir haben es gleich gepackt durch die Wildwasserbahn. Ich hoffe, dass da vorne dann ein Checkpoint ist. Ja, Mann, gepackt. Weiter geht's hier im Jump'n'Run, so. Okay, die Sprünge sind ganz einfach eigentlich. Und nächster Checkpoint. Hoffentlich kann ich den aktivieren. Wow, da sind so Laser. Die dürfen mich nicht treffen. Oh, gerade fast getroffen. Weiter geht's. So. Souverän gemeistert. Und dann hier oben über so Booster-Pads. Let's go. Oha. Wie krass meinst du mir gerade? Bitte schon geflogen. Jetzt schon wieder. Und da drüben sind Käfergegner. Ich glaube, die dürfen mich nicht berühren. Und das ist ein Labyrinth. Wow, das war knapp. Die hat mich gerade fast richtig erwischt hier. Muss vorsichtiger sein. Das ist eine Sackgasse. Da geht's woanders lang. Komm schon dann hier durch. Was geht, Mann? Wir haben es gleich hier rausgeschafft. Denn wir sind Sonic. Ja, wir sind draußen. Und was ist da vorne? Wow, da kommen Kugeln raus. Das ist doch der Eggman. Der Endboss. Und der hat uns gerade besiegt. Was? Okay, es ist doch schwieriger als gedacht, Leute. Denn die Wasserbahn, ich gehe die ganze Zeit nur hops hier. Ich glaube, das buggt irgendwie oder so. Und außerdem die Spawnpoints in dem Spielmodus sind einfach total verkehrt, weil ich spawn immer wieder hier hin, Leute. Ich glaube, die Verkäuferin im Laden hat mich ordentlich gescampt, Mann. Aber ich versuche trotzdem noch, das Beste rauszuholen. Der Anfang hat so gut geklappt. Und jetzt lasse ich es doch nicht daran scheitern, Mann. So, wieder Boot gönnen. Und der Sonic hier ist auch dran geschaltet, der Arme. Man kann aber leider nicht zu Fuß bis zum Ende des Flusses kommen. Komm rein, Bro, spring rein, schnell. Ich werde es jetzt auch mal versuchen, Leute. Ihr seht die Zeit oben. Wie gesagt, die Checkpoints in dem Spielmodus sind einfach überhaupt nicht vorhanden. Und deswegen muss man alles neu spielen. Und der Wassermodus ist reiner Zufall, Mann. Da kann ich gar nicht mein Skill einsetzen. Aber let's go, wir finden ja wieder raus aus dem Labyrinth, bevor die Käfer mich bekommen. Und hier ist jetzt Dr. Eggman. So, warte mal, bis der nochmal auf mich ballert. Let's go, wir sind da, oder sind wir nicht am Ende? Oh, wir müssen hier runter. Okay, es geht doch noch weiter. Komm schon. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht schon das Ende, weil der Endboss war. Okay, Checkpoint. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Bitte, 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 Mann. Und wo sind wir gespawnt, bitte? Nein, Leute, wieder hier. Och, Mann, ey. Ich hätte gerne noch länger gespielt. Trotzdem war der ganz nice. Leute, lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal vorbei, hier vorbei. Links sind in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und ciao.